Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Episode 13 sind wir heute. Mein Name ist Suicide Snowman und ich weiß, wir hatten eine kleine Pause. Lag daran, dass ich einfach mit meiner Band in den letzten anderthalb Wochen ein bisschen viel zu tun hatte. Da ist das ein bisschen mit YouTube auf der Strecke geblieben. Aber jetzt bin ich wieder für euch da und werde wieder weiter produzieren und hoffe, dass ich dann solche Zeiten das nächste Mal ein bisschen überbrücken kann. Ich würde sagen, wir spielen mal mit... wem spielen wir dann? Mit Magdalene. Magdalene, wir spielen mit Magdalene. Are you sure you want me to die? Nee, überleb. Wenn du stirbst, ist das Spiel vorbei. Random Buddy. Okay. Ja, was macht der denn? Ach, wechselt der jeden Raum den Effekt? Ja, der wechselt jeden Raum den Effekt. Das ist auch mal cool. Das kann natürlich auch mal nicht so cool sein, aber jetzt gerade finde ich es eigentlich ganz cool. Oh. Tja. Okay. Was haben wir denn? Jetzt schon ein rotes Feuer hier. Ich glaube es ja wohl nicht. Famine. Das sollte jetzt nicht so das allzu große Problem sein. Ich lasse mich hier doch nicht von dir. Dann geht's wohl zu gut. Oh, wir haben den Pheromonschuss. Also unser Buddy hat Pheromonschuss. Und jetzt sind es auf einmal. Die wechseln sogar während dem Raum. Also die sind anscheinend komplett random, kann es sein. Auch nicht schlecht. Ach komm jetzt. Gott. Ah, den mal Cube of Meat. So, kleiner Fleischwürfel, der um uns rumfliegt. Vielleicht kriegen wir ja auch noch die Nummer 2 oder die Nummer 3. Mal schauen. Sind wir erstmal hier unten? Ja, ist ja zu, verdammt. So. Einmal. Ja, das hätte ich jetzt eigentlich auch laufen lassen können. Ja, Gott, nochmal. So. Immer mal einen Schlüssel für die, den Goldraum hier. Genau das wollte ich sagen, für den Goldraum hier. Jetzt Short Range Mega Tears. Ah, okay. Ja. Damit komme ich klar. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, weil die sind halt wirklich mega auf Short Range. So, wie sie auch heißen. Also, sind sie ja tatsächlich. Da ist ein Stein, den ich interessant finde. Stein. Ich will eine Bombe. Bombe. Keine Bombe. Nirgends eine Bombe. Bombe. Und Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel für die nächste Ebene. Nichts. Ah, verdammt. So. Ja, ich habe das Gefühl, das Spiel meint es heute nicht so gut. Eigentlich habe ich so gehofft, vielleicht kriegen wir es ja hin, den Hattrick zu machen und 3 Folgen hintereinander Satan zu töten. Ja, auch mal ganz witzig. Wir haben nichts. Absolut nichts. Warum haben wir nichts? Verdammte Scheiße. Ja, Monstro. Ja. Kotzt sich woanders aus. Ja. Ja. Ja, komm näher. Je näher du kommst, desto größer sind meine Tränen. Mehr weine ich. Oh, wir haben Health Up und ein Damage Up. Damage Up ist bei, gar nicht mal so. Wobei wir halt schon durch die Short Range Mega Tiers hier voll den dicken Damage auf nahe Entfernung haben. Damit kommen wir klar. So. Katakomben. Ja. Was sind denn das da? So irgendwas. Mit Spinnen drin. Jetzt haben wir eine Bombe. Ah. Aber immer noch keinen Schlüssel. Schlüssel wäre mir jetzt lieber gewesen. Die Bombe habe ich vorhin gebraucht.
Oder hätte ich vorhin gebraucht, wenn ich sie denn bekommen hätte. So. Blinde Spinnen an der Wand. Nach oben. Spiel! Ernsthaft? Das machst du doch mit Absicht. Boah, komm. Hier. Bossraum. Super. Kein Schlüssel. Goldraum noch nicht gefunden. Eine unnötige Bombe, die ich gerade nicht brauche. Fast keine Lebensenergie mehr. Heilen wir uns mal kurz. Mann! Ernsthaft, das gibt's doch nicht. Ah, Gott. Nein. So. Nochmal eine Bombe. Geil. Super. Da ist der Goldraum. Und wir haben natürlich keinen Schlüssel. Eine Trollbombe. Nein, ich sag jetzt nichts dazu. Ich sag jetzt einfach nichts dazu. Nichts dazu sagen. So. Okay. Schauen wir mal da oben. The Husk. Du teilst. Ich glaube, der teilt sich doch auf, oder? Ist es der, wo sich aufteilt, wenn mein. Nee, ich glaube nicht. Der macht schon jetzt zu viel Act, als dass er sich aufteilen würde, glaube ich. Wobei er schon gut Schaden nimmt. Yeah. Jetzt hat er seine eigenen Leute kaputt gemacht. Auch cool. Ja, Mums Coin Purse. Tja. Was denn hier? Mums Aki. Jetzt können wir doch noch in den Goldraum. Bad Trip. Pheromone. Speed Down. Okay. Dann schauen wir jetzt aber auf jeden Fall noch im Goldraum vorbei. Auch wenn das heißt, wir müssen ganz zurücklaufen. Jetzt haben wir wenigstens zwei Schlüssel für die Ebene und für die nächste Ebene einen. Die Schlüssel hätte ich garantiert nicht bekommen, hätte ich mich über das Spiel beschwert. Also ebenso. Ich habe mich ja schon oft genug über das Spiel beschwert. Ah, eine Maske. Damage Reduction, Infamy. Tja. Gar nicht mal so schlecht. Können wir gut tanken dann. Dafür ist Magdalene ja eigentlich echt wie geboren durch den durch das Yamhart am Anfang. So. Wollt ihr es nur noch mitnehmen? Das Herzchen. Und Caves 2. Oh oh, ein Raum voller Scheiße. Also noch mehr Scheiße, noch beschissenere Scheiße als normalerweise. Los, stirb. Jetzt kriegen wir natürlich wieder Schlüssel ohne Ende. Wahrscheinlich. Aber egal, ist jetzt auch egal. Jetzt haben wir jetzt immer ein bisschen Schlüssel ausgerüstet, haben zwar keine Bömpchen mehr. Die brauchen wir bestimmt gleich, denn wir haben sie nicht mehr. Aber ist egal. Daran stören wir uns jetzt einfach nicht. Nein, da muss doch noch irgendwo einer sein. Haben wir auch wieder eine Bombe. Wer sagt's denn? Und haben wir ja auch schon den Goldraum. Perfekt, okay. Ich glaube, das Spiel ist heute launisch. So, ja, ich fand dich gerade leiden. Jetzt noch nicht mehr. Ist mir jetzt dann doch ein bisschen zu, ja. Nee, keine Lust. Tears up, knock back shot. Wow. Ja. Nee, oh, ah, ich hasse das. Ich hasse diese Räume. Es ist immer so. Nyeh.
explodiert die Bänder. Oh nein. So. Aber sie hat immerhin den Geheimraum hier geöffnet und wir kriegen ein Soul Heart. Nein, ein schwarzes Herz. Werden die ja eigentlich Heart of Darkness genannt? Geht das rein rechtlich gesehen? Weiß ja nicht, ob ihr Heart of Darkness kennt, dieses alte Spiel auf der PlayStation 1. Ganz, ganz großartig. Ich hab das sogar oben rumliegen. Das könnte man ja... Ja, ich habe nichts gesagt. Ich habe momentan genug zu tun. Aber ich behalte es mal im Hinterkopf. So. 5 Minuten habe ich das wahrscheinlich eh wieder vergessen. Also, wenn ihr Heart of Darkness sehen wollt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und wenn ihr es nicht reinschreibt, dann kann es passieren, dass ich es trotzdem bringe, wenn es mir wieder einfällt. Wenn ihr es nicht sehen wollt, kann es auch passieren, dass ich es trotzdem bringe, weil ich einfach Lust darauf habe. Also, aber trotzdem gibt es ja vielleicht andere Menschen, die es sehen möchten. Man kann es ja nicht immer jedem recht machen. So. Gott, ey, ist der hier die Schussrate ziemlich hoch. Irgendwie habe ich das Gefühl. Und ist bei diesen riesigen Tränen. Weg, ihr Knochenwerfer, ihr Blöden. Ja. Heilung. 6 Bomben haben wir mittlerweile. Die kann man ja schon fast benutzen, um Gegner zu töten. So viele sind das. Kann man natürlich nicht ran. Ach verdammt, wir haben das schwarze Herz verloren, fällt mir da gerade so auf. Habe ich gar nicht gemerkt. Ganz vergessen, mich drüber aufzuregen, verdammt. Wir gucken mal in den Shop rein. Ja. 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 Genau. There's options. So, mal gucken, was der Endbot Gerdy auch kein Gegner mehr, der eine große Herausforderung darstellt. Mittlerweile hat man sich doch für die meisten eine ganz gute Taktik zurechtgelegt. Der kommt ja gar nicht hier irgendwie mit seinen... Warum? Verstehe ich gerade nicht. Kann man ja fast schon stehen bleiben. So, schon erledigt. Oh, jetzt hat er mich echt noch erwischt mit der blöden Fliege. Ey. Speed up und size down. Koffeinpille. Immer ein bisschen kleiner und ein bisschen schneller. So, ab in die Tiefen. Ja. Der Raum hat's in sich. Nicht. Ey, geh weg. Hä? Ah, da. Nein. Blöde Geistermobs, ey. Okay. Wieder 2 Bomben so lange. Da sind wir mit Bomben definitiv gut ausgerüstet. Darf ich mich echt nicht mehr beschweren. Ja gut, den Bossraum brauchen wir jetzt noch nicht, aber danke. Ja. Sind wir am Anfang in die richtige falsche Richtung gelaufen. So. Eine Münze. Hätte ich eigentlich auch auf dem Rückweg mitnehmen können. Aber egal, jetzt haben wir sie schon. So. Ja. Ja, komm, versuch bloß hier rauszukommen. Los, versuch's.
geschafft. Einmal, zweimal. Ja. Nichts, verdammt. So. Die haben ja gar nicht geschossen. Also vielleicht können schießen sie nur auf Sichtkontakt. Haben wir hier irgendwie keinen interessanten Stein? Oh! Da haben wir ja Guppy's Head. Dann nehmen wir den doch mal mit. Vielleicht verwandeln wir uns ja wieder in Guppy. Nachdem ich das letzte Mal ja nicht gemerkt habe, dass ich mich in Guppy verwandelt habe. Ich dachte ja so, ich sehe so ähnlich aus wie eine Katze. Vielleicht verwandle ich mich ja dann bald in Guppy. Nein, ich hatte mich schon in Guppy verwandelt. Ich hab das Katzenoutfit nur etwas nicht interpretiert anscheinend. Geht interpretiert kann man da ja nicht mehr sagen, wenn ich es einfach nur als Skin hinnehme und die Effekte gar nicht wahrnehme. So. Nein. Ja, den Flyhive spawnen wir doch auch gleich. Können wir jeden Raum spawnen? Also tun wir das auch. So. Ja, Schlüssel ist jetzt auch okay. Haben wir den Goldraum schon? Nee, noch nicht. Ah, wenn man vom Teufel spricht, ne? So. Hier Scapegoat. Ah ja. Der Scapegoat. Keybagger, nee, dich bediene ich jetzt nicht. Bleib bloß einer Münze, gucke ich auch nicht in den Shop. Also. Das wird mir dann doch ein bisschen zu teuer. Also, was heißt zu teuer? Ich werde mir einfach nichts leisten können und dann einen Schlüssel verlieren und ja. Ihr spürt, was ich denke. Ich würde das auch nicht tun. So, wen haben wir denn hier? Monstro 2. Ja. Hallo. War ja ein bisschen rumgebrimstone. Immer schön seitlich auf den Scapegoat. Das finde ich super. Nach unten und oben macht er den Brimstone ja nicht, soweit ich weiß. Ja, der Scapegoat seitlich steht und den Brimstone auf sich zieht, finde ich aber eigentlich ganz okay. Da will ich mich doch nicht beschweren. Oh, diese riesige Rumspringerei geht mir aber gerade echt gewaltig auf den Keks. Ja, genau, so kannst du bleiben. Ja gut, aber wenn er halt den Fokus auf den Scapegoat hat und der so weit weg ist, dann fängt er halt an, rum groß durch die Gegend zu springen, das ist klar. So ist er aber auch nicht gesprungen, definitiv. So, zwei Herzen oder anderthalb. Speed und Range up. Oh, so langsam. Klar, die werden nach hinten immer kleiner, aber sie fliegen wenigstens weiter. Curse of the Unknown. Dann weiß ich jetzt nicht, wie viel Lebensenergie ich habe. Gut, ich weiß, sie ist voll und sind 5 oder 6 Herzen. Rechnen wir mal mit 6. Ich lass mich einfach nicht treffen, dann ist das sowieso egal. Ich bin aber so verdammt schnell, dass ich garantiert irgendwo reinlaufe. Und hier Full Health, die hätten wir jetzt absolut gar nicht gebraucht. Sondern einfach aufsparen können bis kurz vor dem Boss und dann benutzen und dann auf jeden Fall safe mit voller Lebensenergie rein. Aber gut. Haben wir sie halt verschwendet. Dann benutzen wir mal noch den. Und gleich nochmal. So. Alle weg hier. Und gleich wieder. Und. Also das ist ja unser. Fange ich an, mich von meinem eigenen Scapegoat ablenken zu lassen. Was ist denn heute mit mir los? Ja, ich habe nicht mehr so die Übung. TNT! Ja, alle auf einmal. Wir sind immer noch lebensenergietechnisch sehr gut aufgestellt. Da ist die Full Health Pille. Ich lasse sie liegen.
Ich glaube, ein halbes Herz Schaden. Das sollten wir jetzt wieder zurückkriegen. Theoretisch. Also rein technisch gesehen, wenn ich den Schaden von dem Teil richtig im Kopf habe. So, schauen wir mal nach links. Was haben wir eigentlich hier? Also, das ist Speed Downhill. So. Nein. Das war ein bisschen knapp gerade. Aber souverän gelöst hier. So. Gehst du drauf, du Made, ey? The Tower. Destruction brings creation. Was war denn das? Book of Anarchies. Ich kann kurz respawnen, den Flyhive nutzen. Und. Nee, dafür verschwende ich doch jetzt keinen Schlüssel. Oh. Hier haben wir so, witzigerweise. Job als Zwischenboss. So, einfach mitten drin. Okay. Ist jetzt zwar nicht wild, aber. Gerechnet habe ich damit jetzt nicht. Den bist drauf. Danke. Nur ein elendiger Zeitfresser, Chub. Sorry, dass ich das so sage, aber es ist so. Bossraum. Goldraum haben wir immer nicht gefunden. Nee, dich. Ach Gott, ich wollte gerade sagen, dich lasse ich liegen, aber nee. Ich nehme dich anscheinend doch mit. Ja, geil. Krieg's jetzt hin, einen halbwegs guten Lauf zu versauen. So wie das schon öfters passiert ist, habe ich so das Gefühl, dass das heute auch wieder passieren wird. So. Ja. Einmal ist der Goldraum. Och. Truhe. Soul Heart, zwei Bomben. Kann man mit leben. Ah, der macht was Cooles. Sweet Suffering. Okay, ich dachte, er macht was Cooles. Was macht er denn Cooles? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal einen Eisenkopf mit einer Maske drauf. Bam. Wir sind beim Arm. Ja. Der kommt bestimmt gleich wieder. Nee. Ja, Mama. Nicht? Hör auf, nach mir zu treten. Uah. Mach doch nicht so Geräusche, Mama. Ja, ja. Boah, ist das gerade stressig oder kommt mir das nur so vor? Ich mache hier kaum Damage irgendwie, aber alles ist übel schnell. Also ich bin ja auch übel schnell, aber mir kommt es gerade übel stressig vor. Ich weiß nicht, wann ich mein Video. Ich benutze jetzt einfach. Oh Gott! Oh, ich werde jetzt wohl nicht bei Mom sterben. Lebensenergie. Boah, liegt es einfach nur daran, dass ich so lange nicht mehr gespielt habe, oder? Das ist tatsächlich extrem stressig gerade. So. Kommt wieder ihr Bein. So. Der war doch jetzt eben übertrieben schnell. Ganz ehrlich. Was ist hier los? Hat jemand heimlich meine PlayStation übertaktet? Würde das sich so auf das Spiel ausüben? Ist die andere Frage. Das fand ich ja mal ganz witzig.
wenn man auf heutigen Rechnern, also eigentlich alles, was mehr Kerne hat, das allererste Unreal Tournament spielt, dann läuft das viel zu schnell. Da muss man dann die entsprechende, in der Config irgendwo kann man da die CPU-Geschwindigkeit dann angeben, das muss man dann korrigieren. Und dann läuft das wieder normal, denn damals gab es ja noch keine Dual-Core-Rechner und das hat irgendwie für das Timekeeping in dem Spiel den Takt benutzt, also die Frequenz vom Prozessor und dann, ja, ging das halt viel zu schnell, weil da stand dann halt 2,4 GHz und waren aber halt zwei Kerne oder mehr und dann, ja, kann man sich ja denken, was da passiert. Oder was da passieren könnte. Wenn man so etwas tut. Ja, aber wir haben Mom immerhin noch besiegt. Wir stehen echt gut da. Also, so an sich. Ja. Also gegen Satan hätten wir definitiv, glaube ich, keine Chance. Da brauchen wir uns wirklich keine Hoffnung machen. Aber mal schauen, wie weit wir noch kommen. Ich vergesse schon die ganze Zeit immer den Fly Hive zu benutzen. Da hat man so ein Guppy-Set und dann passiert sowas. Man vergisst es. Halbe Herz will ich. Geh weg, du Blutpfütze. Danke. So. Also, wir haben gerade ein paar Fliegen dabei, würde ich sagen. Nein, nicht. Ah, ihr blöden Fliegen. Ich wollte euch doch noch behalten. Ich gehe nicht näher ran. Nein, ich gehe nicht näher ran. Könntest du jetzt endlich aus deinem Versteck kommen? Danke. Ah ja, gut, ich war schon viel zu nah dran. So und so. Aber jetzt gerade laufen wir schon ganz entspannt durch. So. Müssen wir hier noch mitnehmen. Ja. Okay. Finden wir hier vielleicht einen Geheimraum? Nein. Nochmal ein Schlüssel. Jetzt, wo natürlich keine Goldräume mehr kommen, bekommen wir Schlüssel ohne Ende. Einmal dich hier noch schön kaputt machen. Ey! Charge doch nicht so wie ein Wilder auf mich zu. So, nochmal Bombe. Kapitän benutzen und Death. Los, Death. Komm her. Ah, lass dein Pferd ruhig durch die Gegend fliegen. Ist mir alles egal. Wir haben nochmal einen Cube of Meat. Und dadurch jetzt dann diesen netten Kopf da. Ich glaube, in der nächsten Runde fängt er dann auch an zu schießen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es. Wir sind in der letzten Ebene. Also vielleicht haben wir Glück und kommen nach Sheol, um dann bei Satan zu sterben. Oder mal gucken, ob wir es schaffen, auf irgendeine Art und Weise hier weiterzukommen. Das ist nicht die Das ist die Bad Trip. Nehmen wir den mit, auch wenn wir nicht wissen, was es macht. Das ist auf jeden Fall besser als Bad Trip. Denn wer möchte schon einen schlechten Trip haben? Nie eine gute Idee. So. Alles kein Problem hier.
schöner großer Raum und zweimal ein Gegner drin, den ich eigentlich gar nicht mag. Aber ja. Mir fällt jetzt der Name gar nicht ein. Ist nicht irgendwie. Oh, nee. Ah, keine Ahnung. Ja, genau deswegen. Ich hasse es in diesem. In dem großen Raum ist das eigentlich jetzt gar nicht so stressig, aber in den kleinen Endboss-Räumen eben finde ich das echt. Da lasse ich mich schon wieder von meinem eigenen Scapegoat hier ablenken. Ah, wir sind auf dem richtigen Weg und da unten haben wir anscheinend einen Geheimraum. Was haben wir denn hier? 2 Schlüssel. Sehr gut. Ja. Könntest du einfach rauslaufen? Danke. Und jetzt der. Nach rechts rum. Boah, immer diese Gegner, die sich im Boden verstecken. Oder wegbieben oder unsichtbar sind. Oder. Trifft der mich überhaupt? So. Rüber. Dann nochmal die Spielhalle. Oh, wir können tatsächlich nochmal Schlüssel benutzen. Denn hier. Tammy's Head, Reusable Tierbust. Boah, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Ist das Guppys Freundin oder? Keine Ahnung. Müssen wir mal nachlesen. Also, ach Gott, ich lasse mich schon die ganze Zeit von dem eigenen Scapegoat ablenken. Das gibt's nicht. Ich schieße immer wieder auf ihn drauf und check's gar nicht. Da müsste ich sich auch noch denken, Mann, ist der dumm. Ich krieg das gerade nicht gebacken, den nicht als Gegner zu sehen. Der ist so. Der bewegt sich ins Tod. Ja, so, Bewegung, drauf schießen. So. Ja, komm. Das ist doch jetzt echt nur zeitgeschunden Spiel. Das ist echt nur zeitgeschunden. Na, die Bombe nehme ich mir noch mit, danke. So. Mom's Heart. Ja, das sollten wir aber eigentlich schon. Also so schwach sind wir jetzt in Amnesia. So schwach sind wir jetzt ja auch wieder nicht. Wir machen ja schon Schaden. Ich mag eben bloß diesen. Du und deine Augen. So. Ja. So. Nächste Runde. Ich weiß nicht, wie ich das gerade mache, dass ich nicht getroffen werde. Ich habe keine Ahnung. Es ist entweder sehr viel Glück oder Intuition. Ja, na gut. So. Bam. Warum ist da nochmal ein Bossraum? Oder da bin ich reingekommen. Ja, da bin ich reingekommen. Tut mir leid, ich bin anscheinend total verwirrt. Aber wir haben Mom's Heart mit Magdalene besiegt. Das hatten wir vorher auch noch nicht gemacht. Das heißt, es ist ein weiteres Ziel abgeschlossen. Ja, wir sind am Ende mit der heutigen Folge. Es war Episode 13. Schön. Ja, wenn euch meine Videos gefallen, dann schaut doch einfach auf dem Channel vorbei. Dort könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Bleibt dann immer auf dem aktuellen Stand, was die Videos angeht. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.